Servus liebe Leute und willkommen zum nächsten Vlog. Ja, Top Mark ist noch nicht mal richtig zu Ende, schon geht es zum nächsten Event, denn wir fahren zum Wörthersee. Deswegen komme ich nicht mal richtig dazu, die Monaco-Videos zu schneiden. Wir fahren zum Vortreffen, das ist ja diese Woche und einige Leute, die wir kennen, auch viele von den Leuten, die wir in Monaco gesehen haben, sind schon unten am See. Und da haben wir spontan gestern Abend entschieden, ein Hotel zu buchen und selber runterzufahren. Das Wetter ist nämlich perfekt und ich sag's mal so, desto fortgeschrittener das Treffen ist, umso intensiver sind die Polizeikontrollen. Deswegen lohnt es sich jetzt besser als später und ab Mitte nächste Woche ist das Wetter auch nicht mehr so perfekt. Deswegen haben wir uns gedacht, ja, wir fahren mal runter, spontan für 2-3 Tage, bei Bedarf verlängern wir noch einen Tag. Und lasst uns überraschen, was wir so alles erleben. Von den Autos her scheint das Treffen heuer sehr, sehr gut zu sein. Vielleicht sogar das Beste der letzten Jahre. Und ja, ich melde mich dann später nochmal, wenn wir dort sind. Servus, und wir haben eine Planänderung, denn statt nach Farg geht es erstmal nach Klagenfurt zum Tilt oder XS Tilt Meet. Die Leute von euch, die sich meinen Wörthersee-Vlog letztes Jahr angeschaut haben, die kennen den Meet vielleicht noch, also Pam Subway in Klagenfurt, und der René vom Felgenoutlet hat gepostet, dass das anscheinend heute stattfindet, und da wir nur 9 Minuten entfernt sind, ist es gut, dass wir uns das noch rechtzeitig angeschaut haben, beziehungsweise mein Beifahrer hat sich das angeschaut in der Insta-Story. Und ansonsten wäre es einfach ein Umweg gewesen, denn wir hätten zurückfahren müssen. Also, wir fahren jetzt nach Klagenfurt zum Subway und da ist wahrscheinlich ein sehr geiles Meet. So, da drüben ist das Subway und es ist boom voll. Da sind hunderte Autos und hier ist ein gegenüberliegender Parkplatz. Da habe ich den letzten Parkplatz ergattern können. Und auch hier stehen einige Autos, die es nicht mehr auf dem anderen Parkplatz geschafft haben. Gehen wir mal rüber.
So, wir sind jetzt wieder raus aus Klagenfurt, ab nach Fark, erstmal einchecken. Das Meet war mega geil, noch mehr Autos als letztes Jahr, aber es war leider auch unglaublich heiß, keine Wolke am Himmel. Und da waren wir so froh, nachdem das einigermaßen aus war, dass wir uns gedacht haben, okay, jetzt fahren wir endlich weg. Und da haben wir vergessen, dort was zu essen. Deswegen erstmal jetzt einchecken ins Hotel, also wir melden uns, okay, wir sind da. Und danach suchen wir uns endlich mal was zu essen. Entweder wir bleiben zuerst noch in Fark und filmen ein bisschen in der Turbokurve, oder wir fahren direkt nach Velden, dort das Essen und dann filmen wir einfach ein bisschen was am Schlosshotel und direkt im Ort und bleiben dann erstmal bis zum Abend dort. Ja, schauen wir dann. So, da wären wir jetzt angekommen in Fark am See bei unserer Pension und ich habe mir gedacht, ich zeige euch mal, wie wir hausen. So, und zwar haben wir zu zweit eine ganze Wohnung für uns. Der Preis war mega gut und das ist immer angenehmer, als wenn man jetzt zusammengepfercht ist in einem Zimmer. Also ein Wohnzimmer, Fernseher ist auch dabei. Zimmer, wir haben theoretisch noch ein Zimmer, aber da fehlt irgendwie gerade der Schlüssel. Ja, fürs Erste ist das egal. Sogar einen Garten haben wir. So. Und unsere Nachbarn sind unter anderem mit einem Porsche 964 am Start. Ja, ich mag es ehrlich gesagt hier, weil es nicht so laut ist, wie wenn man zum Beispiel in Velden haust. Man hat Berge in der Umgebung, es ist etwas ruhig, das ist immer ganz gut, weil Motorsound hat man ohnehin den ganzen Tag. Und ja, das ist dann für die nächsten 2-3 Tage unser Zuhause. Und jetzt gehen wir erstmal was essen. Und danach entweder in die Turbokurve oder nach Velden oder beides. Ja, seht ihr dann und sehen wir dann auch. Ciao! Also, das Gute an unserer Wohnung ist, wir sind nur 500 Meter vom Stadtzentrum entfernt. Das heißt, die A1-Tankstelle, wo ab und zu Action ist, ist in der Nähe. Die Turbokurve, die wir jetzt vorne sehen, ist in der Nähe. Und ja, deswegen sind wir immer nicht weit entfernt vom Ort des Geschehens. So, wie ihr seht, ist es hier extrem voll. Nur im Schritttempo geht es voran auf der Suche nach einem Parkplatz. Der Parkplatz hier in Fark gut gefüllt. Und ja, wir suchen uns jetzt einen Parkplatz und dann zeige ich euch ein paar Autos von hier, also die Highlights, bevor wir dann später in Einzelstunden wieder wegfahren. So, wir sind jetzt in Velden. Fark war nicht schlecht. Actionmäßig wäre etwas später, glaube ich, mehr los, aber wir hatten Hunger und sind jetzt in Velden, wie gesagt. Und ja, also die Autos stehen ja immer mega geil hier links und rechts. Die ganze Stadt ist zugeparkt. Stau ist leider auch relativ viel da, das heißt, es geht langsam voran.
Ja, wir parken einfach bei unserer Pizzeria, da finden wir eigentlich immer einen Platz. Und ja, actionmäßig, weiß nicht, ob da viel los sein wird. Wenn nicht, schauen wir vielleicht wieder zurück zur Turbokurve, weil wir ohnehin zur Wohnung müssen irgendwann und die ist ja auch in Fag. Ansonsten bleiben wir dann erstmal hier in Velden. Servus, es ist 1:30 nachts und es war echt eine schwere Geburt, wieder zurückzukommen nach Fag. Denn nachdem wir dann in Velden waren, hat die Polizei gegen Mitternacht die wichtigste Kreuzung bei der Mischkulnik nämlich gesperrt, sodass wir einfach nicht den normalen Weg nehmen konnten, auch nicht die zweite Route, die von Google Maps vorgeschlagen war oder vom Navi oder was auch immer. Und wir sind durch Wege gefahren, die ich jetzt nicht mehr beschreiben kann. Also wir sind da nur mit Fernlicht über irgendwelche Waldwege gefahren und rauf und runter und irgendwelche Holzbrücken und die seit dem Krieg nicht mehr gepflegt wurden. Keine Ahnung, mega Umweg, 40 Minuten lang gefahren. Und jetzt sind wir da und wir legen uns ins Bett und machen sonst gar nichts mehr. Und ja, morgen ist dann Montag, mal schauen, was so geht. Eine neue Woche, Wetter soll ganz okay sein, aber für heute, boah, einfach nur noch ins Bett und wir sehen uns morgen. Ciao.